Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wohin gehen wir? Vier Jungs, aufgewachsen mit den Werten und nach den Traditionen ihrer Familie, vertraut mit den Gesetzen ihrer Straße. Darum geht es im Theaterstück Come Alliance. Vielfalt, Gemeinsamkeit, Zusammenhalt. Das alles erzählt uns der Darsteller Jim Demisch. Mich begeistert an der Arbeit mit dieser Gruppe die Tatsache, dass ich mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zusammenarbeiten kann. Sowohl Deutsche als auch Menschen aus dem mediterranen oder afrikanischen Bereich. Und es ist einfach interessant zu sehen, dass Menschen aus anderen Kulturkreisen mit den gleichen Problemen oder Erfahrungen konfrontiert werden, wie es bei mir der Fall ist. Bei Chameleons geht es um vier Jungs, die alle das Problem haben, dass sie sich in ihre Umgebung anpassen wollen. Gleichzeitig wollen sie Stärke zeigen und tragen aber auch gleichzeitig eine Last. Und die Last versteht man irgendwo dadurch, zumindest verstehe ich das, dass man die Last hat, sich den Eltern gegenüber zu behaupten. Das ist so ein gewisser Generationsvertrag. Unsere Eltern haben uns ermöglicht, also jetzt von der Geschichte her auch, hier in Deutschland zu leben, die Schule zu besuchen. Und dementsprechend haben wir die Last, denen irgendwas wiederzugeben, eben diese schulische Leistung. Hey Mo, was willst du eigentlich mal machen? Also das mit diesen Produktgestaltung, Design, das wäre was Cooles. Design? Du meinst Mann? Malen machen Babys 4 Jahre alt. Anrufe, Arzt, Anwalt. Ich bin jetzt alt genug. Auch wenn du 50 bist, wirst du immer unser Kind bleiben. Ich muss auch mal drauf. Das hat er alles von diesem Fernsehen. Der verdeutscht, der bitter wie die. Ich bin hier aufgewachsen. Aber was sollen Verwandten, Bekannten denken, ne? Ich muss langsam anfangen, an mich zu denken. Ja. Guck, was du mit deiner Mutter machst. Das pack ich alles nicht mehr. So fängt an. So machst du Familie kaputt. Genau nicht so explizit darauf zu stimmen, dass wir jetzt Menschen aus der Türkei sind oder aus Eritrea oder ähnliches. Das ist uns sogar besonders wichtig. Schülerinnen und Schüler, die sich unser Stück angucken, die versuchen oft herauszufinden, aus welchen Herrenländern wir denn stammen, die vier Darsteller. Das versuchen wir bewusst nicht zu beantworten, weil es uns eben darum geht, eine gewisse Identifikation mit den Zuschauern, egal wer es ist, irgendwie herzustellen. Wo hast du Rappen gelernt? Das habe ich mir selbst beigebracht. Bist du wirklich Mischling? Ja, meine Mutter ist Deutsche. Nederlissen? Was? Nederlissen? Nederlissen? Bimürussen? Ich verstehe dich nicht, sorry, ich kann es nicht sprechen. Warum? Mein Vater, der hat mir die beigebracht. Frankfurt, Paris, Ghana, Bali, Amsterdam, Moskau, Istanbul. Am Ende soll es nicht darum gehen, wo kommt die Person her, sondern was erzählt sie für eine Geschichte.